Der Kreuzzugsbegriff wurde im Spätmittelalter viel breiter angewandt. Jeder päpstliche Krieg wurde nun so genannt. Sie richteten sich nun zum Beispiel gegen die heretischen Albigenser, genauso wie später gegen die Osmanen am Balkan. Konstantinopel hingegen konnte sich vom vierten Kreuzzug nie wieder erholen. Trotzdem wurden auch hier die Kreuzfahrerfürstentümer zurückerobert. Trotz vieler Versuche scheiterte eine Kirchenunion. Im 14. Jahrhundert reduzierte sich das Territorium durch das Vordringen der Osmanen immer mehr. Dazu kamen Bürgerkriege um den Thron. Kurzfristig erlebten die Balkanstaaten wie Serbien eine Blüte. 1369 eroberten die Osmanen auf europäischer Seite Adrianopel bzw. Edirne, das nun zur Hauptstadt werden sollte. Nach und nach drangen sie am Balkan vor. 1388 wurde Bulgarien tributpflichtig. 1389 folgte am Vidovdan am Veitstag, dem 15. Juni, die Schlacht am Amselfeld gegen Serbien. Die christlichen Truppen waren zahlenmäßig überlegen, die osmanische Armee straff geleitet. Serbien wurde daraufhin zu einem Vasallenstaat der Osmanen. Sultan Murad I. wurde allerdings in der Schlacht getötet, genauso wie der Serbenfürst Lazar, der in der Orthodoxie als Heiliger und Märtyrer gefeiert wird. Diese Schlacht hat sich nachhaltig auf die europäische Geschichte ausgewirkt. Interessanterweise berichteten die ersten Quellen von einem christlichen Sieg. Erst über Dichtungen zur Schlacht wird von einem osmanischen Sieg berichtet, was dann plötzlich als historische Wahrheit galt. Das Problem ist einfach, dass beide Heerführer starben, sich beide Heere vom Schlachtort zurückzogen, was im Mittelalter als Niederlage gilt. So ist der Ausgang der Schlacht nicht eindeutig zuordnenbar. Man müsste sie also als unentschieden einordnen. Erst mit gewissem zeitlichen Abstand wurde Serbien osmanisch. In der osmanischen Geschichtsschreibung wird von einem osmanischen Sieg erzählt und darauf Wert gelegt, dass Murad erst nach der Schlacht gestorben sei. Wichtig wird die Schlacht dann vor allem im serbischen Nationalismus. Das Amselfeld, wo 1448 noch eine Schlacht stattfand, wird darin zum Schicksalsort der serbischen Geschichte. Hier wird eine Schlacht des Christentums gegen den Islam inszeniert. Durch die Übernahme des gregorianischen Kalenders im weltlichen Leben, aber der Beibehaltung des julianischen Kalenders in der Orthodoxie, liegt der Gedenktag für dieses Ereignis im 20. und 21. Jahrhundert am 28. Juni. An diesem Tag im Jahre 1914 fand das Attentat von Sarajevo statt, das den Ersten Weltkrieg auslöste. 1919 wurde an diesem Tag der Vertrag von Versailles mit Deutschland unterzeichnet. 1921 wird die erste Verfassung des SHS-Staates verabschiedet, die Vidovdan-Verfassung genannt wird und von Kroaten und Slowenen wegen des serbischen Zentralismus abgelehnt wurde. Bis in die jüngste Zeit wirkt sich dieser Tag aus. Am 28. Juni 1989 hielt der serbische Präsident Slobodan Milosevic seine berühmte Amselfeldrede, in der er den serbischen Nationalismus propagierte. Diese Rede gilt als Ankündigung der ethnischen Säuberungen und des Balkankrieges der 1990er Jahre. Ebenfalls an diesem Tag 2001 wurde Milosevic an das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgeliefert. Auch heute noch tobt der Kampf um das Amselfeld. Seit der Kosovo 2008 seine Unabhängigkeit proklamierte, liegt der Schlachtplatz außerhalb Serbiens, was für weiteren Konfliktstoff sorgt. Nach 1389 war Ungarn in Gefahr und König Sigismund organisierte einen Kreuzzug, der mit der Niederlage von Nikopolis 1396 endete. Graf Hermann II. Von Zilli rettete dem König nicht nur das Leben, sondern auch die königliche Flagge. Die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen war im 15. Jahrhundert schließlich schnell absehbar. Am 29. Mai 1453 fanden die Bemühungen ihren Abschluss. Der letzte byzantinische Kaiser, Konstantin XI., fiel im Kampf.
Nun wurde Konstantinopel zur neuen Hauptstadt, die Hagia Sophia nicht nur zur Moschee, sondern auch durch den Kuppelbau zu deren Inbegriff. Damit ist die byzantinische Geschichte zu Ende gegangen.